guten Morgen. Und heute ist Sonntag. Es ist mein letzter Tag für Erholung und ja, wie ihr sehen könnt, ich veränderte alles. So, ich will ein paar Wörter über das erzählen. Und es ist Zitaten, das sind Zitaten für Leben, für mein Leben, denn es ist einfach Motivation für mich. So, it's a good day to be happy. It's like, ich glaube, ihr kennt Englisch. So, it's a good day to be happy. Auf Deutsch heißt wie, das ist ein guter Tag, glücklich zu sein. Ah, ich habe übersetzt das. Oh. Und die zweite Zitate ist, the best is yet to come. Ich weiß nicht, wie man das genau übersetzen kann. So einfach, the best is yet to come. Ich glaube, das ist etwas wie, das Beste ist schon zu kommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Bedeutung von dieser Zitate ist, das Beste ist neben mir, irgendwo neben mir. Und es ist ein paar Fotos mit meinem Freund wieder. Und es ist ein Bild von München. Ja, ich will nach München fahren. Ich träume einfach von dieser Reise. Und es ist über meinen YouTube-Kanal. Ich will auf meinem Kanal 1500 Abonnieren haben. Es ist für Anfang. Ich will Zertifikat Badin bekommen. So, ich muss viel arbeiten. Ich muss viel studieren und endlich ich bekomme Zertifikat B1. Das ist Geld, Geld, Rubli. Es ist 15.000 Rubli. ich will das speichern für meine Reise. Für mein Leben, ich weiß nicht, aber für Anfang. Ich habe einige tausend, aber jetzt ist mein Ziel, 15.000 Rubel zu speichern. So, es ist, das war alles über meine Wand. Ich hoffe, das gefällt euch. Gelernt, ja. Und wenn ich Video mache, diese Wand ist hinter mir. So, schreibt mir unter dem Video, wie findet ihr das? Schön oder nicht schön? Ich weiß nicht. So, das war alles für heute. Das war alles für mein zweites Video auf Deutsch. Und ich liebe dich. Tschüss.